Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. So, wir jagen weiterhin immer noch die schönen kleinen Fragezeichen. Sind aber nicht mal allzu viele. Guck mal hier. Sind wir dran? Ich hab was Feuerliches für euch. Hey. Sag mir, was du zu bieten hast. Mann. Huch, was jetzt? Ach, das war noch so ein Dorf. Okay. Hallöchen. Hallo. Ihr braucht das wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich bin Poli, ich muss klauen. So. Das war wohl nicht das Fragezeichen, was ich machen wollte, ne? Ja. Hoppala. Ah, sieh an. Wieder ein paar Ertrunkene. Ja. Komm nicht weg! So, was? Ups. Was habe ich denn noch so schönes eingesammelt wieder? Wieder ein paar Handschuhe, die nicht besser sind. Was ist das denn gleich? Igni-Zeichen Intensität, alles klar. Hat ja sonst nichts Wichtiges, muss ich sagen. Ich muss irgendwann mal zum Händler verkaufen. Sonst bin ich bald überladen. Ein Ort der Macht. Okay, das mache ich nur eine Bär. Ist leichter als das. Ja. So, jetzt kriege ich nochmal Fertigkeitenpunkt. Juhu.
Dann machen wir den mal auf 5. Oh. Was habe ich hier genau? Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 25%, Adrenalinpunkte gewinnen plus 5%. Gibt es eigentlich noch was anderes, was ich kenne? Das starke Angriffe brauche ich eigentlich nicht. Ich werde auf jeden Fall diese Serie hier machen. Was ich dann immer reinpacke, keine Ahnung. Und wird das aber Stufe 4. Also ich muss erstmal eine Stufe aufsteigen. Dann wird das nächste freigeschaltet. Alles klar. Gucken wir mal. Ich habe ja noch 2. Eigentlich noch 3, da oben das eine. So gucken, wie ich das mache. Ich werde das wohl noch einmal versuchen. Wenn es nicht so klappt, wie ich denke, mit nicht hier, wie heißt das andere nochmal? Hier, mit dem Schild. Einmal runter. Versuchen, das Ding einfach schnell zu öffnen und fertig. Ohne überhaupt in den Kampf reinzukommen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Und schon wieder. Alles klar, das gefällt mir definitiv. Aber fange ich jetzt an, den hier noch hoch zu leveln? Nein, das war falsch. Sondern, den muss ich drin. Alles klar. Und den hier noch. Das scheint das Dorf dort wieder, was ich befreien werde. Zielt auf seine wollte hier gar nicht mehr looten. Das ist die Kiste. Guck ich mal die Stiefel mal an. Die sind besser. Haben allerdings kein Dingens. Deswegen werde ich die wohl erstmal nicht nehmen. Das ist klar. So, das waren alle außer der da oben. Ja? Jetzt gehe ich erstmal da und reise da oben hin.
schmeißen wir das eine Fragezeichen noch. Und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Beziehungsweise gucke ich erstmal, ob ich jetzt irgendwie noch die Quest noch eingesammelt habe mit den Dingern. Und dann geht's weiter. Mit der Hauptquest. Ein Traum. Ist irgendwie ein Boot oder sowas, was ich mitnehmen kann? Das ist echt ganz cool irgendwie. Kommt schon der erste, Alter. Wie schnell geht das? Einfach ignorieren. Besten wäre hier raufkommen. Ja gut, das mache ich weg. Wo ist der Scheißteil? Sehe es nicht. Da, da war's doch. Ich hab's. So schnell wie möglich weg. Auf Swordquest. Ja, dann bin ich jetzt so langsam. Das ging gerade noch mal gut. Auch zur Hauptquest. Machen wir ein Pferdchen. Lange nicht mehr geritten. Wilder. Alter, was ist mit dir, Plätze? Ja, man, beweg dich. Plätze. Mach langsam. So, halt, ich wollte gucken, habe ich jetzt irgendwelche Nebenaufgaben, die es denn noch gibt? Nein, Schatzsuche, oh. Es gibt eine Schatzsuche noch. Die mache ich mal als erstes. Lies den Bericht. Übungsschule. Wo ist denn das? Ja, das schon gelesen.
Ist auch ein Weißgarten. Finde Kolkris Überreste. Ja, gehen wir da erstmal hin. Machen wir das jetzt. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Hier haben wir was. Wer das lesen will, einfach mal auf Pause drücken. Das Viper-Schwert, glaube ich, jetzt auch herstellen. Ne? Und ich habe diese Handschuhe gefunden, die nicht unbedingt besser sind. Alles klar. Jetzt kann ich aber... Oder gibt es was Neues? Ne, Schatzsuche gibt es momentan nicht. Dann, und die Quest war auch nicht, ne? Das ist mehrere Orte, okay. Dann kann ich jetzt die Hauptquest weitermachen. Juhu, ein Traum. Okay, aber das ist ja schon die dritte Folge, also das ist schon längst nach Silvester. Schon längst nach Neujahr. Also, beziehungsweise eine Woche danach, da ich es vergessen habe. Was ist mit deinem Gesicht zum Neujahr? Wünsche ich jetzt mal hier frohes Neues. In dem Sinne. Etwas verspätet. Und das. Dass alle schön hier die Vorsätze einhalten, die sie sich gemacht haben, falls welche gemacht worden sind. Und dass das ja besser wird als das letzte. Was dann nicht immer so einfach ist. Tauch auf wie eine Furzblase im Wasser. Deute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich will das erstmal verkaufen, weil das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, was ich eigentlich schon längst machen wollte. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz, Nilfgaard? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Hast du was Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Siehst dir an.
Also das kann ich nicht verkaufen. Verzehrbares. So, hier komm, ich kann die Dinger verkaufen zumindest. Das hat hier selber kein Geld mehr. Ich mache aber so lange, bis sie kein Geld mehr hat. Und nun ist sie pleite. Lul. Kann ich irgendwas kaufen? Oh, guck mal, ich kann Grundkarten kaufen. Teuer sind die. Ja, nice. Dann kann sie hier wieder was kaufen von mir. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Nice. Bin ich ein bisschen ballastlos geworden. Konnte ein paar Grundkarten kaufen. Ein Traum. Dann gehe ich mal zu Wiesemir, die hier vorne sitzt. Yennefer ist in Wiesemir. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Das ist wirklich unser Problem, ne, eigentlich. Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserliche magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn der Hilfe meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los! Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Du bist tot! Easy. Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Sein Gesicht! Götter, erbarmt euch! Verschwindet! Und kommt nie wieder! So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir! Ein dankbares Volk. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen.
Hey! Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Yen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Bin ich aber nicht. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Ich sitze seit 6 Monaten im Sattel. Ich habe dich 2 Jahre nicht gesehen. Können wir nicht kurz? Leider können wir nicht. Es erwartet dich jemand, Geralt. Jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys. Oder für die Vertrauteren, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Gut, ich schätze, ich bin bereit, ihn anzuhören. Der Kaiser von Nilfgaard, Herr über Metina, Ebbing und Gemera, Souverän von Nazair und Vikuvaro, wird sich zweifellos geehrt fühlen. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysemir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern. So schnell wie möglich. Voll schön. Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar.
Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysima. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert er mir, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht. Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwin? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Oh nö, ich gebe mein Bart ja ab. Ich will ihn behalten. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Sind meine nicht. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Für wahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysima zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut. Der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Das kann man auch suchen. Krass. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Alles klar. Aber das erst in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. Einst waren sie zahlreich. Doch heute sind sie rar. Jäger. Schlechter des Abschaums dieser Welt. Die Hexer. Erschaffen, um zu töten. Einer von ihnen ist eine Legende. Geralt von Riva, genannt der Weiße Wolf.